25 Millionen Menschen in der Europäischen Union haben heute keine Arbeit. Jeder vierte junge Erwachsene ist von Arbeitslosigkeit betroffen. Das sind über 5,5 Millionen Menschen. Der sprunghafte Anstieg der Jugendarbeitslosigkeit mit Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise ist nicht weniger als eine moralische, politische, soziale und ökonomische Bankrotterklärung der europäischen Politik und der herrschenden Eliten. Thema Leiharbeit und unbefristete Übernahme ein. Ja, es war ja nicht dreimal. Wir verhandeln ja schon seit, sprechen schon seit September letzten Jahres mit den Arbeitgebern. Und ich muss euch sagen, nichts ist so frustrierend, als die Gegenseite zu haben, die sich um sich nicht drum kümmert, wenn man die Perspektiven der Jugend anspricht. Und deswegen ist es klasse, dass ihr heute deutlich Signal gibt, wir sind hier, wir stehen da für die unbefristete Übernahme, Kolleginnen und Kollegen. Dafür sorgen, dass Lärm ist da drin.